Hey ihr Lieben, wundert euch nicht, neue Location, weil ich bin in New York und ich habe jetzt versucht einen Raum zu finden, wo das vom Licht einigermaßen hinhaut. Ich hoffe, es flackert nicht zu sehr. Wir haben hier Netflix and Chill von Ben & Jerry's und es ist die vegane Variante. Wir haben es ja in Deutschland auch schon, aber nicht in vegan. Und hier steht jetzt zwar nicht fett vegan drauf, aber es steht Non-Dairy Frozen Dessert. Und es ist auf jeden Fall genau dasselbe, nur eben in vegan. Wir schauen gleich, wie das umgesetzt wurde. Es ist eine Peanut Butter Ice Cream Basis. Also man darf ja nicht Ice Cream sagen, weil es Frozen Dessert ist. Also Peanut Butter, Frozen Dessert quasi. With sweet and salty pretzel swirls, also mit süß und salzigen Brezelstrudeln und Fudge Brownies. Das klingt auf jeden Fall bekannt, aber es ist mit Mandelmilch gemacht. In den USA kamen ja auch noch andere Sorten raus. Mit einer Sonnenblumenbasis vegan. Und zwar drei neue kamen da raus. Da bin ich auch mega gespannt. Milk and Cookies, Creme Brûlée und Mint and Cookies. Creme Brûlée und Mint and Cookies habe ich schon gekauft. Milk Cookies noch nicht, aber werde ich holen. Ich war in einem Laden, die hatten fast alle neuen Sorten. Auch Peanut Butter Half-Baked normal und die Half-Baked Chunks. Ich glaube ja, dass die Cookie Dough Chunks bei uns auch bei dem Kühlregal eintreffen. Vielleicht jetzt wegen Corona ein bisschen verschoben, aber ich glaube bald. Aber ja, auf das bin ich auf jeden Fall gespannt. Hier steht, wie auch im deutschen Becher, ein Netflix Original Flavor. Ich weiß nicht, ob es bei uns auf Deutsch steht, ehrlich gesagt. Wisst ihr das genau? Ich bin mir gar nicht sicher. Und das Design ist auf jeden Fall so wie bei den Veganen eher immer mit diesen Mandeln aufgezeichnet hier. Und ich drehe es jetzt mal um, dass wir uns angucken können, was wir hier an Zutaten haben. Ist es auch wieder eine Mandelmilchbasis. Ihr seht es, Wasser und Mandeln. Da kommt flüssiger Zucker, Zucker, Wasser, Kokosöl, ja, Maissirup, Bestandteile, Festbestandteile. Dann kommt schon Mehl, also das hat da schon gar nicht mehr viel. Wahrscheinlich was von Brownies, nicht viel mit der Basis selbst zu tun. Wir haben die Erdnüsse dort auch, Canolaöl, also verschiedene einfach pflanzliche Öle, um da irgendwie Fettgehalt reinzubringen. Und wir haben drei Servings. Ein Serving hat 139 Gramm, also es hat auf jeden Fall über 400 Gramm Inhalt. Es fühlt sich relativ leicht an, aber vielleicht fühlt sich das auch nur so an. Es ist auch echt relativ kaloriendicht, würde ich sagen, pro Becher, für ein veganes Ben & Jerry's vor allem. Und für die kleineren Pints jetzt, die es ja nicht mehr nur noch in den USA gibt, sondern auch in Deutschland. Wir haben 1140 Kalorien auf, pro Pint, das ist echt viel. 65 Gramm Fett, das ist normal, würde ich sagen. 132 Gramm Zucker, also richtig Kohlenhydrate, also richtig viel Zucker davon. Richtig viel Kohlenhydrate, davon sind 80 Gramm Zucker so rum und 13 Gramm Protein. Also die Protein ist auch meistens minimal geringer bei den Veganen. Jetzt gehen wir hier mal im Kreis rum und gucken, was da steht. Und das sieht irgendwie cooler aus als im deutschen Pint, finde ich, was hier steht. Aber mal schauen, was da eigentlich steht, vielleicht doch nicht. Da steht, there's something new for everyone to watch on Netflix and flavors for everyone to enjoy from Ben & Jerry's. So we've teamed up to bring you a chillaxing new creation that's certain to satisfy any sweet or salty snack craving. It's a flavorful world and everyone is invited to grab a spoon. Ich bilde mir ein, das ist dasselbe wie im Deutschen. Was meint ihr? Wie auf dem deutschen Pint? Ich glaube schon. Ja, schaut euch das deutsche Video an, dann wisst ihr es. Hier steht nochmal, dass sie... Ja, okay, hier steht nur, was sie bei den veganen Sachen verwenden. Nur, dass es hier in dieser Filmrolle ist. Wie gesagt, Design finde ich echt cool. Das war jetzt richtig toll. Ich bin mir sicher, man findet es günstiger in anderen Supermärkten wie Target. Ich habe es jetzt in so einem kleinen Laden in der Nähe gefunden, weil auch wegen Corona hier gerade alle durchdrehen und bei Target die Schlange viel zu lange ist. Deswegen habe ich jetzt 7,99 bezahlt. Ist auch noch okay, aber kriegt man halt auch auf jeden Fall günstiger. Und ich denke, jetzt mache ich es mal auf. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Winkel leben, der jetzt doch irgendwie anders ist. Vielleicht mache ich auch noch mal irgendwann diese andere Konstellation, wo ich quasi vor der Kamera sitze. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr meint. Aber jetzt probieren wir das Ganze erstmal. Jetzt wird spannend. Es geht echt schwer auf. Okay, erstmal sieht es gar nicht so spannend aus. Man sieht auf jeden Fall schon Brownie, man sieht hier irgendwas vom Strudel. Aber es sieht auch sehr ähnlich aus wie die nicht-vegane Variante erstmal. Ich habe mich gerade dazu entschieden, die Kamera hier umzudrehen, dass ihr meine Reaktion bekommt. Ich muss mich so ein bisschen runterknien, dass ihr das seht. Aber ja, hier ist das Pint. Oder was? Probiere ich wieder zuerst. Ihr müsst mir echt mal Feedback drunter schreiben, wie ihr diese auch findet. Das könnte aber noch mehr antauen. Ich habe übrigens die Kamera, die noch teurer war als alle anderen. Oh, hier ist schon Bonnie dabei. Aber ich habe das Gefühl, das Bild ist besser. Und ich kann ein externes Mic anschließen, wenn ich meins habe. Also, das ist die Basis. Die ist auf jeden Fall nicht so cremig wie bei der normalen Variante. Also bei der Dairy-Variante quasi. Normal, was ist auch schon normal. Ein bisschen bröckliger, also wirklich wie die normalen. Aber es stört mich nicht. Meistens schmeckt es ja trotzdem gut.
Nee, sehr gut. Es schmeckt wirklich nach Erdnuss. Man schmeckt trotz der Mandelbasis die Erdnuss raus. Das ist wirklich ähnlich wie in dem Peanut Butter Half-Baked. Peanut Butter Cookies. Also mir gefällt die Erdnussbasis fast besser bei dem Veganen, weil das mit den Mandeln so gut zusammenpasst, harmoniert irgendwie und fast noch herzhafter schmeckt als bei dieser süßen Dairy-Variante, meiner Meinung nach. Sehen könnt, habe ich hier gerade schon, bin ich schon auf einen Brownie gestoßen. Und die sind auf jeden Fall auch von der Grayson Bakery, aber ich bin gespannt, ob sie anders schmecken als die nicht vegan. Manchmal ist die Konsistenz dann einfach anders. Also die Größe müsste genauso sein. Der ist jetzt nur ein bisschen versteckt, aber ich habe hier schon ein gutes Stück drauf. Boah, Leute, das ist richtig gut. Ich mag die Brownies mehr, die nicht vegan tatsächlich. Die vegan, entschuldigt. Die schmecken super gooey. Also die sind richtig so, ja, wie ist das gooey im Deutschen? Gooey halt, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Feucht und richtig, richtig gut. So. Ich finde das Wort gerade nicht, schreibt es mal drunter, wenn ihr es findet. Und sie schmecken vor allem nicht zu doll zartbitterig. Also viele, die Zartbitter-Schokolade vielleicht nicht so mögen, denken bei so ganz dunklen Brownies immer daran, dass es vielleicht zu doll ist, aber ist es nicht. Schmeckt so richtig milchig, obwohl ja keine Milch drin ist. Und die Stückchen sind auch wirklich groß. Also das ist gut. Ich vermisse jetzt ein bisschen das Salzige an diesem Eis, aber ich habe ja auch noch nicht wirklich einen Strudel probiert. Deswegen jetzt mal dieser Strudel. Ihr seht, das ist nicht so groß. Das ist halt alles eher verzuckert und nicht so richtige Bunker leider. Ich habe den Crunch gerade bekommen. Das ist echt nicht salzig genug. Also meiner Meinung nach könnte das könnte dreimal so salzig sein. Ich bin mir eigentlich, waren salziger in der deutschen nicht-veganen Variante. Schade. Und hat auf jeden Fall diese Konsistenz. Man beißt so auf Stückchen. Auf Crunchy Brezelstückchen. Aber es schmeckt nicht so intensiv. Jetzt kommt was. Er ist sehr crunchy. Das ist cool. Und hier hat man so richtige Stückchen. So richtig, dass man diese diese Brezelstückchen so richtig sieht. Ja doch, so im Nachgeschmack kommt jetzt das Salzige auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich bin da sehr extrem. Bei Eis könnte echt noch mehr sein, meiner Meinung nach. Aber ich mag die vegane Variante sehr. Vielleicht sogar mehr als die normale. Wenn man mit dieser Basis klarkommt. Voll die Empfehlung. Ich fühle mich nachher nochmal rein, aber schon mal richtig gut. Wirklich richtig krass voll mit Stückchen. Also überall diese Erdnussbutterkeksstückchen. Teigstückchen. Also hier ist definitiv mehr Cookie Dough drin als Brownie. Right, you guys, I finally got my hands on the vegan version of Netflix and Chilled. Not ice cream, but non-dairy frozen dessert. They call it non-dairy, not a vegan. It was pretty expensive because of Corona. I didn't make it to Target because I've heard that the lines are insanely long. I'm here in New York and I didn't want to deal with that. So I just went to a smaller store. That's called Bob's and Betty's. Bob and Betty's. It's on Franklin Avenue in Brooklyn. Just in case you're interested. They had all the new flavors from Ben & Jerry's except for cannoli and... I think that's the only one they didn't have. They also had the new half-baked chunks. So, yeah, I'm gonna get these as well. But for now, this is the first one I want to try just because I want to compare it to the dairy version that I've already tried in Germany. It's a peanut butter base, of course, like the dairy version. You can watch the video if you want. I'll link it down below. With sweet and salty pretzel swirls. Sweet and salty is always awesome. And fudge brownies. Sweet and salty is what makes it so addictive. Yeah, so let me know if you like sweet and salty, but I don't know a lot of people who don't like it. This one is still made with almond milk. They also came out with three other vegan flavors that are based on sunflower oil. I haven't tried any of these new bases yet, but I definitely will. I have them in the freezer downstairs, but I can't try all at once, so one after each other. Yep,
It's got the typical vegan Ben Jerry's design with the almonds painted in the back, like in the sky. It's got the Netflix original flavor saying here on the lid. And it's a pint that has 139 grams times 3, so it's more than 400 grams per pint. It's pretty dense. We have 1,140 calories, which is because it is so dense, mostly, and because of peanuts, of course. It has 65 grams of fat in there, 132 carbohydrates, and 80 of that sugar, so that's okay. A lot of carbohydrates, but not that much sugar. And 13 proteins. Yeah, it's pretty high for, well, not pretty high, but higher than some vegan flavors, the protein in there. As you can see in the ingredients, it's based on almond milk. Like I said, the newer ones have sunflower oil, but this one also has coconut and canola oil in there. They also use pea protein, some liquid sugars, and other stuff, like brownies and peanuts, of course. This is the little saying, and it says, there's something for everyone to watch on Netflix, and flavors for everyone to enjoy from Ben & Jerry's. True thing. So we've teamed up to bring you a chillaxing new creation that's certain to satisfy any sweet or salty snack craving. It's a flavorful world, and everyone is invited to grab a spoon. Ja, das ist wirklich. Und ich habe einen Löffel hier. Deswegen machen wir es jetzt auf. I got my spoon right here, so we're just gonna open it now. Alright, at first glance, it doesn't look that exciting. Like, I can see a brownie, I can see a part of the swirl right here. It doesn't look too much different from the dairy version so far. But I'm sure it's gonna taste different. I like the almond base from Ben & Jerry's. Let me know if you like it. Right, I just changed the camera around so you can see my reaction. And I'm gonna try the base first. As I do. Okay, it is a little more watery and not quite as creamy as the dairy version, but super dense, and that's the most important thing for me. I have a feeling that the new ones aren't as dense. I'm a little afraid about that, like the sunflower based ones, but we're gonna find out. It's really good. I think I actually like the vegan version of it better, just by the base by itself, because the almonds go really good together with the peanut. It's a really good combination in my opinion, so I'm glad that they made this one almond based. But don't be afraid, like the peanut is definitely stronger. But when you know the typical almond milk based taste of the vegan Ben & Jerry's, you still get it, but it's really not too strong. As you can see, I just hit a brownie too. So let's try it. Let's see if it's similar to the dairy one. They're all from the Grayson Bakery, still. Because they also seem to be, like, seem to have large chunks in there, but it just have a, it broke off a little piece. Actually, like them better, I think, than the non-vegan version. Because these are so gooey and soft, like almost unbaked, a little baked, but they taste super chocolatey, but not too, like, not too much like dark chocolate, just chocolatey, milky chocolatey, even though it's vegan. I like it. The consistency is perfect too. I'm just missing a little bit of saltiness, but let's see if we get that when we hit the swirl. Fortunately, the swirls are more like swirls and not like debunkers of pieces, but I still hope that I get the saltiness. I got the crunch. No. It's not salty enough. It could be like
triple as salty as it is right now, in my opinion. All right, that's one of the pretzel pieces. And what I like about it is that it makes, like, every bite you get now, it has some kind of crunch to it, like pretzel crunch. That's cool. It does taste salty, but it's still not enough. It could be more, in my opinion. I like extremes in all sort of life aspects. Like, yeah, I just like extremes, so it could be more extreme. But still, it's good. Recommendation. It's so freaking full of mix-ins. It's like the peanut butter cookie dough chunks are just everywhere. There's definitely more cookie dough than brownies.